Ich bringe Ihnen heute einen Hirschfänger einer bayerischen Forstuniform. Sehr schön. Oh, hübsch. Die Uniform haben Sie auch noch gleich nebenbei gefragt? Haben wir leider nicht. Der Hirschfänger ist von unserem Urgroßvater Paul Hundertpfund. Der war Forstmeister und Amtsvorstand in Regensburg von 1897 bis 1919. Ja. Dann ist das aber schon eine ererbte Waffe, denn wir haben hier deutlich ältere Chiffren drauf, wenn ich das gleich mal erklären darf. Eine wunderschöne gebläute Klinge. Und wenn wir hier hinschauen, haben wir die Krone, die bayerische Königskrone und darunter das Monogramm vom ersten König von Bayern, nämlich Maximilian Joseph I. als Kurfürst angefangen 1799 und dann von Napoleons Gnaden König geworden 1806 und hat regiert bis 1825. Die Klinge ist also hier unten, man wird es schwer sehen können, signiert. Wir haben hier eine Signatur aus Solingen von Peter Knecht. Peter Knecht war ein sehr, sehr guter Klingenschmied, hat also ganz Europa beliefert. Ja. Dann haben wir ein wunderschönes Gefäß, Feuer vergoldet, also eine qualitätvolle, gute Vergoldung, hervorragende Qualität. Ja, cool. Horngriffschalen hier, dunkles Horn, poliert mit drei Nieten. Wenn wir das umdrehen, sieht die andere Seite ganz genauso aus. Interessant wird jetzt die Scheide. Ihnen ist vielleicht aufgefallen auch, dass die Klinge ein anderes Monogramm zeigt, wie hier der Trageknopf, der ist hier oben, der Trageknopf an der Scheide. Da haben wir nämlich hier ein L mit Krone. Wir haben auf der Klinge das MJK von Max Joseph König gehabt. Und hier haben wir die Schiffe mit Krone von König Ludwig I., sein Nachfolger, sein Sohn und Nachfolger. Erklärt sich ganz einfach so. Diese Waffe wurde gekauft während der Regierungszeit von Max Joseph. Der König starb, der Förster war aber weiter in Diensten und hat dann zwar verzichtet, eine neue Klinge zu kaufen, weil das sieht man ja nicht unbedingt, wenn das in der Scheide steckt, aber er hat dann ein neues Mundblechbeschlag gekauft, wo dann die aktuelle Chiffre des Ludwig I. drauf ist. Was mir auch gleich auffällt, und das sieht man hier ganz deutlich, die ganze Scheide ist nicht alt, das heißt, die Scheide und das Leder ist ergänzt. Die Beschläge sind alle drei original, aber das Leder war mal kaputt. Hat also haben Sie das machen lassen? Das ist uns bekannt. Unser Vater hat das restaurieren lassen. Ihr Vater hat es restaurieren lassen. Sehen Sie? Also die Scheiden waren immer so halbrund. Und wenn es so brettelartig vorkommt, dann sind die ergänzt. Weil es sehr schwer ist, sowas zu machen. Ich meine, es ist gut gemacht, es sieht gut aus, aber der Fachmann sieht natürlich, dass es nicht die originale Scheide ist. Hier noch ein weiteres Detail an der Scheide, nämlich das Beimesser. Ich ziehe das mal raus. Das ist das Beimesser, was also zum ersten Ausweiden des erlegten Wildes diente. Stecken wir da rein. Und jetzt haben wir hier noch so Strippen hängen. Das sind hier, wenn ich das jetzt dazu nehmen darf, das ist das nämlich das originale Gehänge. Es ist zwar nicht mehr ganz komplett. Wir haben hier das wunderschöne Koppelschloss dazu, gebläuter Stahl. Mit vergoldeter Auflage, auch Feuer vergoldet, Königskrone in Eichenlaub. Das ist ein typisches Forstabzeichen. Mhm. Und dann hier der Gurt selber, damit er stabil ist, aus grünem Leder. Und außen eben mit dieser Golddresse mit grünen Durchzügen. Grün ist immer die Farbe des Forstes. Man hat also immer die goldgrüne Farbstellung bei diesen ganzen Forstsachen. Mhm. Insgesamt aber ein, bis auf die ergänzte Scheide, ein schön erhaltenes Stück. Sehr attraktiv. Wenn wir hier noch umdrehen, sehe ich gerade, haben wir noch den Lieferant der Beschläge, also nicht der Klinge, das war ja der Peter Knecht, sondern wir haben hier, wenn Sie oben hinschauen, sehen wir dann hier noch die Signatur aus München von Johann Strobelberger. Der hat sein Geschäft am Karlsplatz-Rondell in München, den Laden gibt es heute noch, also das ist ganz interessant. Im freien Markt, wenn Sie es verkaufen würden, mit ergänzter Scheide, wir liegen trotzdem immer noch im Bereich 1500 bis 1800 Euro ohne weiteres. Also es ist auf jeden Fall auch ein wertvoller Gegenstand. Zur Herkunft vermuten wir, dass unser Urgroßvater den Hirschfänger von seinem Amtsvorgänger bekommen hat. Uns war klar, dass er wesentlich älter ist, als die Dienstzeit von uns. Das ist natürlich auch keine Waffe gewesen, mit der der Förster in den Normaldienst gegangen ist. Sondern wenn er dann in den Wald gegangen ist, zur Jagd, dann hat er einfachere Sachen gehabt. Das ist ein Paradestück, ein Rangabzeichen. Nur zur Gala-Uniform. Zur Gala-Uniform für große Anlässe. Vielen Dank, dass Sie es gebracht haben. Sehr schön. Danke Ihnen schön. Vielen Dank für die Beratung. Wiedersehen. Vielen Dank.